Hallo und moin, willkommen beim Mobitest. Hier ist Markus. Und willkommen zu einem neuen Unboxing Galaxy Watch 5 Pro. Wir werden die Uhr jetzt mal auspacken, uns genauer anschauen und dann auch einrichten. Und natürlich richten wir sie mit einem Samsung-Smartphone ein, aber auch mit einem normalen Android-Gerät, das dort Unterschiede zu geben scheint. Wie dem auch sei, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja gerade erst das Unboxing sowie den Testbericht zu meiner Huawei Watch veröffentlicht und habe die Huawei Watch als die beste Smartwatch bezeichnet. Grundsätzlich oder Android. Und ich bin sehr gespannt, ob die Galaxy Watch A damit halten kann und B vielleicht noch besser ist, denn mir geht es wirklich darum, eine Uhr zu finden, die meine Garmin Fenix ersetzen kann. Bisher ist das meine Huawei Watch, eine fantastische Uhr. Testbericht, Testvideo, Unboxing ist unten verlinkt. Als allererstes aber Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5. Vielen Dank, vielen Dank an Cyberport, die uns die Geräte kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr wir das schätzen und wie sehr wir euch lieben. Und so sieht das Ganze also aus. Mal sehen, ob ich diese Uhr auch so lieben kann, wie ich Cyberport liebe. Was haben wir hier? Okay. Ah, hier ist die Ladeeinheit wahrscheinlich. Und die bei Samsung die Papiere. Und wir haben ein Ladekabel dabei. Bin jetzt sehr gespannt, was Samsung sich hier hat einfallen lassen. Was das für eine... Ah, okay. Das Kabel scheint relativ lang zu sein. Und... Schauen wir uns die Uhr direkt mal an. Okay. Interessant, interessante Konstruktion. Die sieht von unten, der Huawei Watch, ziemlich ähnlich. Der Unterschied ist natürlich, die Huawei Watch besteht aus Saphirglas und Titangehäuse. Aber die soll jetzt wirklich nicht mehr das Thema sein. Die geht jetzt erstmal zur Seite. Wir schauen uns die hier ein bisschen genauer an. Gefällt mir jetzt das graue Band? Nein, ich würde sie mir nicht in Grau holen. Ich würde sie mir wahrscheinlich auch nicht in diesen Silberton holen. Und sie wirkt relativ hoch. Sie wirkt massiv. Es sieht aus wie eine massive, kräftige, anständige Uhr. Wollen wir das hier nochmal kurz entfernen? Und dann geht die Verpackung mal zur Seite. Das ist also der Verschluss. Sehr spannend. Man schiebt es also so durch. Stellt das dann auf seine, ungefähr auf seine Länge ein. Und dann macht man das zu. Ja, am Handgelenk sieht die Uhr dann schon deutlich geiler aus als so aus der Verpackung. So, cool. Und dann wird man den hier wahrscheinlich reinklinken und jetzt sitzt das sehr fest. Das Band ist spannend. Dann starten wir das Ganze mal. Ich gehe mal davon aus, dass da noch ein bisschen Akku drin ist. Zumindest zum Einrichten sollte es reichen. Wenn ihr euch recht entsinnt, dann hat das Einrichten bei der Huawei Watch 2 Stunden gedauert. Naja, 1 Stunde. Auf Deutsch fortfahren? Ja. Das ist mir schon beim Galaxy aufgefallen, also beim Samsung Galaxy. Warum muss ich die Geräte beim Einrichten neu starten? Das ist etwas, das kannte ich bisher nicht bei Android. Wie dem auch sei, warten wir mal ab.
Kurz vielleicht zu den technischen Daten. Wir haben hier einen Beschleunigungssensor drin, wir haben Barometerlagesensor, ein geomagnetischer Sensor, wir haben Lichtsensoren verbaut, Bluetooth 5.2, der Prozessor ist 1,18 Hertz. Das Ganze wiegt 28,7 Gramm. Was mich sehr interessiert, ist, wie lang kommt die Uhr hin? Denn meine Garmin kommt 10 Tage hin mit einer Akkuladung. Meine Huawei Watch 4 bis 5 Tage. Und die Pixel Watch, Testbericht ist auch mal unten verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Mit der Pixel Watch bin ich so gut über den Tag. Gut, ich bin über den Tag gekommen. Erste Schritte mit der Galaxy Wearable App auf dem Telefon. Oh, cool. Verbinden. Jo. Das passt ja. Zulassen. Das Unboxing für das Galaxy Flip 4. Z Flip 4 ist übrigens auch schon online. Der Testbericht erscheint irgendwann Mitte Januar, würde ich sagen. 113 MB. Mal sehen, ich bin sehr gespannt. Gegebenenfalls lasse ich das jetzt ein bisschen schneller laufen, um zu sehen, damit wir uns hier nicht... Obwohl, die Einrichtung läuft wirklich recht flott, oder? Flott ist auch so ein schönes altes Wort. Hat meine Oma immer gesagt. Flott. Das Ding hat einen sogenannten Bioactive-Sensor verbaut. Sehr gespannt. Jo. Auch die Schnellladefunktion interessiert mich natürlich. Es soll 30 Minuten dauern, bis man die Galaxy Watch wieder aufgeladen hat. Zumindest bis man die auf 45% aufgeladen hat. Jetzt weiß ich nicht, ob man mit dieser Uhr mit 45% Akku über den Tag kommt. Bei einer Apple Watch komme ich nicht über den Tag. Was will er denn jetzt alles installieren? Schauen wir uns das mal an. Dieser, nein. Storecard, nein. Calm, nein. Kakao Talk, nein. Nein. Nein, nein, nein. Empfohlen für Smartwatch. SmartThings, Strava, ja, das kannst du installieren. SoundCloud. Weiter. Ja, sichern wir mal in der Cloud. Aber es ist interessant, dass wir die großen Teil der Einrichtung auf dem Smartphone durchführen. Ich schaue gleich mal nach, wie lange das Ganze gedauert hat und dann machen wir dasselbe nochmal mit meinem anderen Android-Phone. Das ist übrigens ein Nothing-Phone. Da habe ich mir einige Gedanken zugemacht. Das verlinke ich mal hier oben, weil das Video finde ich wirklich ganz gut von mir. Das ist mir gut gelungen. Eigenlob und so weiter. Ne? Aber heute ist Weihnachten. Ich bin startklar. Ich bin startklar. 68% Akku. Das Watchface gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Was haben wir denn hier? Meine Uhr finden, Ureinstellung, Benachrichtigung. Nun starten wir mal. Das Watchface gefällt mir. Von oben nach unten streichen. Witzig, sehr geil. Hey Samsung, woher wisst ihr das denn? Ich bin ja Fahrradfahrer, wie ihr wisst. Übrigens einer der großen Vorteile meiner Huawei Watch, dass ich dort fast alles an Bluetooth-Sensoren von meinem Fahrrad einbinden kann. Und hier ist gleich ein Fahrrad abgebildet. Woher wisst ihr das denn, Leute? Vom Rand nach rechts streichen. Na, das hat gerade ein bisschen gehakt. Ich gehe aber mal davon aus, dass das, schauen wir uns die Uhr nochmal genauer an.
Das Watch Face gefällt mir wirklich gut. Google Play. Ach, hier, ach so, okay, hier werden noch Dinge installiert. Alles klar. So, bist du jetzt fertig hier? Ja, das läuft aber wirklich, wie ihr seht, wirklich smooth, oder? Wirklich gut. Guck mal, Peter Dienst, 24.12. Und der liebe Peter muss arbeiten. Morgen erscheint unser Podcast. Ist, oder? Ist morgen Sonntag? Heute ist Weihnachten, wie ihr seht. 24.12. Samstag. Ja, dann erscheint morgen unser Podcast. Blutdruck. Blutdruck können wir mit der Uhr messen. EKG können wir messen. Puls können wir messen. Stress messen. Kacheln hinzufügen. Und hiermit soll ich immer wieder zurückkommen. Hier haben wir die Einstellung. Okay. Und hier haben wir die Apps. Das Problem ist, dass es wahrscheinlich Dinge gibt, die nur mit einem Galaxy funktionieren. Zum Beispiel EKG. Und das heißt, ich würde also gezwungen sein, in Zukunft auf ein Samsung-Gerät zu setzen. Software-Update für die Uhr. Wollen wir direkt mal schauen, ob da ein Software-Update da ist. Update wird heruntergeladen. Ziffernblatt neu gestaltet, Ballziffernblatt, Stabilität, Zuverlässigkeit. Ja, das geschieht scheinbar um ein Vielfaches schneller als zum Beispiel auf meinem Nothing Phone. Als auf meiner Huawei Watch. 5 Minuten, naja. Dann spulen wir jetzt mal tatsächlich vor. So, das ging doch eigentlich recht schnell. Jetzt installieren, mal sehen, wie lange das dauert. Okay, das sieht so aus, als wenn da das Update funktioniert hat. Wir haben ja neue Benachrichtigungen. System-Update wird beendet. Gut, dann beenden wir jetzt hier das System-Update und dann werden wir das Ganze mal auf einem Nicht-Galaxy-Smartphone probieren, einzurichten. Und dann schauen wir mal, wie das dort funktioniert. So, dann schauen wir mal. Wie üblich, Deutsch. Ja. Haben wir gerade eben auch schon mal gemacht. Wir richten das Ganze jetzt auf einem Standard Android-Gerät ein. Hier läuft Android 12, leider Gottes, noch drauf. Hallo Nothing, ich möchte endlich die Beta für die 13 haben. Das wäre ganz herzlich von euch. Und das ist ein klares Mittelklasse-Smartphone. Das ist jetzt nichts Wildes. So, wir haben jetzt auf der Uhr Sprache Deutsch und Region Deutsch eingestellt und wollen jetzt die Uhr mit einem Nicht-Samsung-Gerät nutzen. Bin jetzt sehr gespannt, ob uns die Uhr da durchleitet oder ob uns die Geräte da durchleiten werden oder ob wir jetzt selbstständig tätig werden müssen. Ich glaube, hier irgendwann. Ich brauche jetzt die Galaxy Wearable App auf meinem Telefon. Ich versuche es jetzt aber mal anders. Versuch mal über ein neues Gerät koppeln. Galaxy Watch Pro. Das heißt, wir gehen in die Bluetooth-Einstellung und koppeln jetzt, ohne dass wir die App runtergeladen haben. Ich habe die App nicht auf meinem Smartphone, die Samsung-App. Koppeln wir als erstes die Geräte über Bluetooth. Okay. Dann suchen wir uns jetzt die Galaxy-App. Brauchen wir die dann doch? Ich habe die schon auf meinem Telefon. Klar, wegen meinen Galaxy Buds. Das heißt, die laden wir uns runter. Die Wearable App. Ich habe ja meine Galaxy Buds, die da ebenfalls mit drin sind. Klicken die Galaxy Watch an, weil die wollen wir jetzt nutzen. Zulassen.
Es funktioniert tatsächlich nicht so einfach wie auf einem Galaxy. Ich brauche den Galaxy Watch 5 Manager. Dann installieren wir den uns mal. Der wurde uns jetzt vorgeschlagen. Ich muss sagen, das geht auf einem Samsung-Gerät natürlich, auf einem Samsung-Smartphone deutlich, deutlich besser, deutlich intuitiver. Gehen wir zurück in die Wear App. Anmelden. Google-Account angemeldet. Okay, Samsung, wo gebe ich jetzt den Code ein? Ach, da. Ich möchte das Passwort jetzt nicht ändern. Also es wird so sein, dass wenn ich die Galaxy Watch als mein Hauptgerät nutzen möchte, werde ich mir ein Samsung Galaxy zulegen müssen. Das heißt, um jetzt mal ganz kurz das Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Wir verbinden die Uhr mittels Bluetooth auf unserem Android-Gerät, laden uns die Galaxy Wear App runter, laden uns dann die Watch 5 Plug-in App runter, loggen uns dann mit unserem Samsung-Konto ein, was wir haben, oder wir müssen eins erstellen. Und dann sollte das vielleicht auch funktionieren. Das ist natürlich schon ein Stück weit umständlicher als bei zum Beispiel einer Pixel Watch auf einem Pixel, einer Apple Watch auf einem iPhone oder einer Galaxy Watch auf einem Galaxy oder auch einer Huawei Watch auf einem Huawei. Denn was wir bei einer Huawei Watch noch alles für weitere Apps runterladen müssen, mit unbekannte Quellen zulassen und so weiter, aus dem Huawei App Store, wir müssen uns den App Store auf unser Smartphone ziehen und so weiter. Ja, da ist das ein Stück weit simpler, aber ey Samsung, das muss auch einfacher gehen, oder? Also ich finde, dass das einfacher gehen muss. So, jetzt sind wir startklar. Auch jetzt würden wir wieder das Update runterladen und so weiter, also alles wie gehabt. Also, liebe Leute, so geht das auf einem Standard-Android-Gerät. Ich werde jetzt die Uhr einige Tage tragen, ein paar Mal damit trainieren gehen und dann wird auch für diese Uhr Mitte Januar der Testbericht erscheinen. Gegebenenfalls noch viele Tipps und Tricks und alles, was man dazu benötigt. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank bis hierher und wie üblich, ihr könnt uns jeden Sonntag in eurem Podcast, in eurem Podcatcher hören, den Mobitest Technik Podcast, den Technik Podcast. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Beste Grüße aus dem Norden, Markus von Mobitest.